So, grüß euch alle miteinander da draußen. Ah ja, es ist schon ziemlich lange her. Aber ja, schauen wir mal, was es für Gratisspiele es gibt wieder. Und zwar hier, Warface, gratis spielen, da drücken wir mal drauf. Und das laden wir uns auch dann gleich runter. Mal schauen, ob das gut ist, ha? Es hat eine gute Bewertung. Das tun wir mal laden, warum auch nicht. Vielleicht ist es ja gut, vielleicht können wir ja miteinander wieder mal spielen. Okay, gibt's vielleicht einen Trailer von dem Spiel? Werbung? Nein, okay. Na, keine Ahnung, aber wir schauen es uns auf jeden Fall einmal an. Also laden tun wir es einmal. Für euch wahrscheinlich auch interessant. So, was gibt es für PS Plus Spiele gratis? Es gibt God of War, so viel ich weiß, und zwar den dritten Teil. Und Destiny, glaube ich. Das komplette Spiel von Destiny. Mitgliedschaft verlängern wollen wir nicht. So, Destiny 2 gibt's, God of War 3, Another World gibt's, das ist sogar ein Paket. Ja, was das hier ist, weiß ich leider nicht. Es gibt ja urviele Spiele ja diesmal gratis. Ich habe keine Ahnung. Also das und das kenne ich leider nicht. Aber Destiny, glaube ich, kennt man. Ich spiele euch mal die Trailer ab. So, viel Spaß. Wenn er ladet. Wenn er ladet. Gut. The city is secure. Those who fled are being hunted, and those foolish enough to remain have been. Oder auch nicht. Es ist ein sehr, sehr guter Ego-Shooter, sage ich euch gleich. Executed. Do you see all that I have done? Von Bungie und von Activision, ja. Die haben auch Halo produziert für die Xbox. Ihr könnt euch das komplette Spiel gratis runterladen. Es ist sehr, sehr gut gemacht, sage ich euch gleich. Allerdings habe ich dann ziemlich schnell das Interesse verloren. Irgendwie war der erste Teil trotzdem besser. God of War 3 gibt es. Auch gratis. Ich weiß nicht, was mit meinem Internet schon wieder los ist. Um Gottes Willen. Entschuldige, dass ich dich vielleicht verwende. Vielleicht kann man ja da den Trailer abspielen. Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Aha, okay. Everyone knows who you are. The ghost of Sparta. The god of war. Murderer of Gaia. The destroyer of Atlantis. The god's slayer. Brother. Father. My son. Ja, ich habe keine Ahnung, was mit meinem Internet ist. Lassen wir das einfach mal so stehen. Beide Spiele gibt es auf meinem Kanal, wenn ihr euch das anschauen wollt. Oder schaut es euch bei wen anderen an, das Gameplay, keine Ahnung. Wenn es euch interessiert, auf jeden Fall gratis zum Runterladen. Sind zwei sehr, sehr gute Spiele. Wie gesagt, Destiny ist ein Ego-Shooter und God of War 3 ist ein Hack'n'Slay. Okay, ansonsten war es das, glaube ich, wieder. Ja, Spider-Man ist draußen. Hat mich jetzt nicht wirklich so begeistert, ist auch von Sony, ja, es sei dahingestellt, ich bin jetzt auch nicht wirklich ein Spider-Man-Fan, sage ich jetzt auch gleich dazu. Ich habe ein bisschen gespielt bei meinem Freund, es hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Es ist sehr, sehr viel abgeschaut von Batman, finde ich, aber ja.
Lassen wir das einfach mal so in den Raum stehen. Nur für mich, was gibt's denn nur für mich? Gar nichts. Nichts wird mir aufgelistet. Oh ja, doch. Weil du Dark Souls gespielt hast, das Remastered, kriege ich... Ah, okay. Nioh, Bloodborne, ja, okay. Sold and Secret, okay. Monster Hunter, oh ja, Spiele ich noch immer. Dragon Dogma, okay. 24,99, okay. Nioh Automata, das war auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Das habe ich auch noch da liegen irgendwo. Mache ich vielleicht auch ein Let's Play, schauen wir mal. Ja, ansonsten kann ich eigentlich nichts mehr sagen. Ja gut, gehen wir es halt durch. Meine neuen Spiele, die ich halt habe und alles, was halt läuft auf meinen Kanal momentan. Dark Souls kommt, God of War kommt auch, Battle Chasers kommt auch. Ich tue mich so durcharbeiten, ihr bekommt halt nicht jetzt das komplette God of War Let's Play, sondern ihr bekommt 5-6 Teile von God of War, dann kriegt ihr 5-6 Teile von Battle Chasers, dann bekommt ihr 5-6 Teile von Dark Souls. Ich arbeite momentan sehr viel und komme nicht wirklich dazu, dass ich aufnehme. Ja. Tomb Raider habe ich mir gekauft. Shadow of the Tomb Raider. Sehr, sehr gutes Spiel, muss ich sagen. Reizt mich sehr. Ich schaue mir das Let's Play auch beim Gronkh an. Es kommt aber auch definitiv auf meinen Kanal. Wann, kann ich noch nicht versprechen. Ich habe noch sehr, sehr viele Spiele, die ich halt Let's Playen möchte. Was ich als nächstes machen werde, ist wahrscheinlich das hier. Warhammer. Ich kenne mich jetzt nicht wirklich aus mit dem Universum von Warhammer und es wird, ich sag's gleich dazu, es wird ein wahnsinnig langes Let's Play werden. Ich habe mich ein bisschen informiert, ich glaube es gibt über 300 Nebenmissionen. Also es wird auf jeden Fall mein längstes Let's Play, glaube ich, was ich jemals machen werde. Mein längstes momentan ist, glaube ich, noch immer Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Ja, ja. Aber das werde ich auf jeden Fall aufnehmen, nämlich ich bin von der Grafik so schwer begeistert, es ist urdetailliert, es ist ein Wahnsinn, muss ich sagen. Also Diablo ist auch gut, es ist so eine Art Diablo-Verschnitt, oder was habe ich aufgenommen? Vikings Wolves of Midgard, das kommt auch noch hin, so Vogelperspektive, man sieht halt den Charakter und geht halt durch. Genauso ist Warhammer auch, ich kenne mich halt nicht aus mit den Universen, aber es ist urschön detailliert, es ist ein Wahnsinn. Ja, ansonsten, ja, Stranger Brigade spiele ich, ja, so lala muss ich jetzt sagen, nicht wirklich oft. Es ist von den Machern von Rebellion, Sniper Elite 3 und 4 ist auf meinem Kanal, das ist auch von den Machern. Ich habe mir das Spiel eigentlich nur deswegen gekauft, weil es von Rebellion war und weil ich mir gedacht habe, es gibt wieder diese Bullet Times mit der Sniper. Leider Gottes ist das nicht so in dem Spiel. Leider Gottes. Ja, Ni No Kuni spielen wir auch noch. Ich und meine Freundin, eigentlich meine Freundin. Ich habe ein bisschen nur gespielt, nicht viel. Sie möchte Platin holen, hat sie gesagt. Ich bin gespannt, ob sie das schafft. Es fehlen nicht mehr viele Trophäen, wie ihr seht. 84% haben wir schon abgeschlossen. Ja, Battle Chasers und hin und her. Das werde ich mir dann anschauen, aber jetzt muss ich dann in die Arbeit. Und, ja, den Rest kennt ihr ja. Das kann ich eigentlich alles darunter löschen, das spiele ich nicht mehr. XCOM werde ich auch nochmal anstarten, wahrscheinlich als Let's Play. Bin ich leider Gottes in meinem aktuellen Let's Play gescheitert bei irgendeiner Mission. Da habe ich dann nicht mehr aufgenommen, die Videos, die ich halt dann drinnen habe in der Playliste, werde ich dann runterlöschen. Und wie gesagt, ein neues Let's Play aufnehmen. Da möchte ich eigentlich Platin holen, aber ich habe nicht wirklich den Anreiz, das Spiel wirklich zu spielen. Es ist so, es zahlt sich so durch und, ja. Aber wie gesagt, es ist leichter, Platin zu holen, aber das würde ich gerne machen. Ja, Slaps and Beans, Bud Spencer und Terence Hill ist jetzt nicht wirklich ein AAA-Spiel, muss ich sagen, aber es macht Spaß, es ist okay, wird wahrscheinlich auch kommen auf meinen Kanal, schauen wir mal, ob ich die Zeit dazu finde, ist aber jetzt nicht ganz oben. Monster Hunter kommt definitiv, das habe ich mir jetzt schon ausgemacht, aber jetzt mache ich mal die drei Let's Plays fertig und mit den nächsten beginne ich dann halt mit den Warhammer. Aber Monster Hunter mache ich definitiv, aber allerdings nur die Story. Mehr zeige ich nicht her. Ich mache nur die Story mit euch durch. Sonst wird das
das wird dann auch wieder zu lang und ich möchte jetzt nicht wirklich, jetzt stundenlang da sitzen und ein Monster töten und dabei kommentieren. Das möchte ich dann in Ruhe, ehrlich gesagt, machen. Aber die Story kann ich euch zeigen. Es ist auf jeden Fall gut gemacht. Gut, zu guter Letzt hat mir jemand geschrieben, das sieht man auch in Dark Souls. Und zwar im Part 31, glaube ich, war das. Entweder im Part 30 oder 31, da habe ich eine Nachricht bekommen von Infinite Guy. So, ich lade den Part dann rauf. Und ihr bekommt ihn dann morgen. Also heute ist der 19. September. Und ihr bekommt den Part am 20. Somit wünsche ich dir alles, alles Gute zum Geburtstag. Er hat mir nämlich geschrieben, ich habe morgen Geburtstag. Ja. Alles Gute. Auch ein Mega-Fan von mir, glaube ich. Ja, ansonsten ist er eh online. Der Mausi-Bär. Ich hoffe, dir geht's gut. Was er mal geschrieben hat, ist, dass sein Controller kaputt gegangen ist. Jetzt muss er halt sparen drauf, dass er sich einen neuen Controller kaufen kann. Ich glaube, ich gebe da zu viele private... Ja, gut, lassen wir das einfach mal so. Aber es ist cool. Er ist ein leibender Typ. Schaut's mal vorbei, er hat eher einen Kanal. Ansonsten war's das wieder. Ich bedanke mich bei euch, wie immer, ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's es gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler. Das schaue ich mir dann auch an.